das Wasser von der Almasser Wind verloren. Bürgermeister Jochen Janze und Gemeindekassier Rainer Schlank präsentierten den finanziellen Haushalt der Marktgemeinde St. Barbara im Mürztal. Weiters auch die Vorhaben und Investitionen 2022 der Öffentlichkeit. Wir haben heuer wieder ein großes Investitionsprogramm vor, über 5 Millionen Euro wollen wir investieren. Die größten Brocken sind natürlich die Wasserversorgung St. Barbara neu, wo wir heuer mit dem ersten Bauabschnitt beginnen wollen. Die Transportleitung von der Brunnalm bis zur Ortsgrenze Großfeitsch und dann mit dem Hochbehälter, wo für 24 Stunden das Wasser für den ganzen Ort gespeichert wird. Knapp 1700 Kubikmeter Wasser werden da gespeichert und wir wollen auch ein Trinkwasserkraftwerk errichten, damit wir selber Strom produzieren können. Natürlich sind Straßensanierungen, Garagensanierungen, Wohnungssanierungen etc. alles vorgesehen und ich glaube, das lässt sich auch herzeigen bei einer Gemeinde mit 6600 Einwohnern, dass man über 5 Millionen investieren will. Das größte Projekt ist wohl der Bahnhof in Wartberg. Ja, die ÖBB investiert knapp 50 Millionen Euro in unseren Bahnhof in Wartberg. Mit der Modernisierung der Technik, mit barrierefreien Zugang zum Bahnsteig, mit einer Überführung über die Straßen, damit der Bahnschranken wegkommt, damit die Sicherheit auch gewährt wird. Die Lärmschutzwand kommt dazu endlich für Nordteil Wartberg auch. Und heuer wird noch der Hochwasserschutz vom Scheibskram-Bach außer fertig, damit man dieses Projekt auch abgeschlossen hat. Die Freiwillige Feuerwehr Feitsch bekommt nicht nur ein neues Einsatzfahrzeug, sondern auch das Rüsthaus muss vergrößert werden. 500.000 Euro müssen für die Straßensanierung aufgewendet werden und die Fußgängerbrücke Kreuzung Schloss Bichl ist zu sanieren. Auch die Wirtschaft investiert. Gott sei Dank sind unsere größten Arbeitgeber zurzeit mit die Auftragsbücher voll. Sie arbeiten fleißig. Ich hoffe, das bleibt so bei diesen Energiepreisen, dass kein Betrieb irgendwie eine Pause einschieben muss. Und was uns natürlich sehr freut, es siedeln sich immer wieder neue Betriebe an. Und der größte wird Hinsteiner sein, der bei der Autobahnabfahrt Mitterdorf sich neu ansiedelt und dort da sehr viele Millionen in den Ausbau investiert. Gemeindekassier Rainer Schlank kann auf eine sehr positive Bilanz hinweisen. Ja, also aufgrund des Ergebnisses des Rechnungsabschlusses 21 in der Höhe von 611.000 Euro als Einnahme sind wir finanziell eigentlich ganz gut aufgestellt. Das zeigt sich auch beim Darlehenstand, wo wir eben 5,4 Millionen Euro Darlehen offen haben. Das ist ein als Vergleich ist eine Pro-Kopf-Verschuldung von 818 Euro, was unsere Bevölkerung betrifft, während das eine Steiermark weit, also die Pro-Kopf-Verschuldung 3.777 Euro betrifft. Das ist schon zum Sehen, dass wir an und für sich also finanziell nicht große Probleme haben. Wie haben wir das erreicht, die 611.000 Euro plus? Dadurch, dass wir entsprechende Einsparungen auch durchgeführt haben im Corona-Jahr. Wir haben auch Zinsen nachverhandelt, zum Beispiel bei den Banken. Aber natürlich aufgrund der sich verbessernden Wirtschaftslage im Jahr 21, zweite Hälfte, haben wir natürlich dann auch etwas mehr an Ertragsanteilen erhalten. Auch die Kommunalsteuer ist entsprechend gestiegen und das alles hat dazu beigetragen, dass wir eben also dieses Ergebnis von 611.000 Euro erreichen konnten. Jedenfalls ist man der festen Überzeugung, die Vorhaben wie geplant verwirklichen zu können, was ja in der momentanen Situation schwer einzuschätzen ist.